Grüß euch und Servus. Wir sind da im wunderschönen Ausseerland, im Bad Aussee. Und ich habe die wunderbare Aufgabe, dass ich euch heute ein kleines, aber feines Häuschen präsentiere. Kommt's mit, ich zeig's euch. Das Haus wurde Anfang der 70er Jahre erbaut. Wir haben circa eine Wohnfläche von 65 Quadratmetern. Es ist aufgeteilt in ein Badezimmer mit Dusche, ein separates WC, ein kleines Büro, was man eventuell für ein Kinderzimmer verwenden kann. Wir haben ein Schlafzimmer, ein gemütliches Wohnzimmer mit Küche und von dort aus auf die südseitige Terrasse den Ausgang mit einem wunderschönen Blick auf die Berge. Da befinden wir uns jetzt im gemütlichen Wohnzimmer. Der Raum wird speziell aufgewertet aufgrund der hochwertigen Tischlerarbeiten, wie zum Beispiel dem Glaskasten oder in Aussee auch Kredenz genannt oder dem wundervoll gestalteten Plafond. Ich hoffe, der kleine Rundgang mit uns hat euch gut gefallen. Für Fragen oder Besichtigungen stehe ich gerne telefonisch oder per Mail zur Verfügung. Meine Daten werden im Nachhinein eingeblendet. Ich, Alexandra Koller von Remax Nature Liezen, verabschiede mich jetzt mit dem wunderschönen Ausblick auf den Zinken und sage pfiat euch. Das Haus Sonnenfeld 7 hat schon neue Eigentümer. Für all jene, die überlegen, eine Immobilie zu verkaufen, gibt's jetzt die kostenlose Marktwerteinschätzung auf remax.at. Remax. Sonja Draxler, Remax Nature Liezen. Heute begrüße ich aus St. Lorenzen im Boltental, wo ich ein wunderschönes Einfamilienhaus zeigen möchte. Kommt mit! Trotz Baujahr 1963 ist auf hochwertige Materialien gesetzt und ist doch vor 10 Jahren erneuert worden. Geheizt wird mit Gas und dem gemütlichen Kamin. Thank you.
Mit den Impressionen aus dem schönen Garten verabschiede ich mich heute von euch. Wenn ihr Interesse an dieser wunderbaren Immobilie habt, wendet euch an mich oder an den zuständigen Makler. Bis zum nächsten Mal. Enka Sonja Draxler.